Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist der Alison Burger. Wir spielen Watch Dogs, wie es sich nicht anders gehört. Und ja, wir machen einfach mit der Hauptstory weiter und gucken uns mal Danke für den Tipp an. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Mhm. Okay. Erreichen Sie die Signalkarte des unbekannten Anrufers. Geht voll klar. Da können wir... Hier kommen wir schon etwas höher. So, erstmal finden wir, dass uns Leute nachklettern. Oh nein, 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 nein. Da müssen wir mal kurz runter. Denn wir haben ja eine instabile Dingenskirchen. Aber was passiert eigentlich, wenn ich hier draufstehe und... Ah, es fällt runter, alles klar. Wir machen erstmal diese ganzen Schaltkästen hier auf. Keine Ahnung, bringen wir uns vielleicht irgendwas. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Okay, wir müssen die ganzen CTOS-Kästen aktivieren. Das machen wir doch über unsere altbekannte Art und Weise. Ich suche nur noch gerade, wo das ist. Da. So, der Datenfluss geht nämlich darüber. Da oben haben wir noch eine Kamera. Aber da komme ich nicht rein. Da haben wir zumindest schon den einen entriegelt. Ich glaube, den anderen müssen wir uns persönlich angucken. Dann würde ich sagen, machen wir das doch gleich. Wenn wir uns den schon persönlich angucken müssen. So, wo führt das Ding hin? Das führt dahin, dahin. Ach du Scheiße. Ah, jetzt kann man das Ding hier entriegeln, alles klar. Voll fett das Ding, kann man voll hochkommen. So, jetzt können wir das Ding da oben hacken. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Wie fett. Aber dort ist wieder Ewigkeiten hier so. Was ist das Ziel? Wir müssen das Ding von zwei Seiten öffnen. Also machen wir hier. So. Achso, wir müssen das Ding da oben erst kurz schließen, alles klar. Okay. So, und das lässt sich hier unten rumleiten und dann ist das Ding offen. Nächste... Och Gott, was haben wir denn hier alles? Da ist der Starter. Wir müssen das Ding von noch drei Seiten machen. Wir müssen dafür das Ding öffnen. Geht klar. So, dann lösen wir das hier runter. Das können wir hier rumleiten. Das noch darum. Das darunter. Und das darunter, dann haben wir das hier nämlich frei. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Warte, ich benutze das, gucken, was wir hier haben. Schwachstelle mal hier. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer Damien an. Damien Brinks. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Oh. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester?
Wir hatten keinen Kontakt seit dem Merlot. Schätze, wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Was? So, den haben wir noch ausgeschaltet. Da sind noch ein paar Fixer. Okay, gucken wir mal, was wir da machen können. Da oben ist noch einer. So, jetzt haben wir noch drei Stück übrig. So, jetzt haben wir noch zwei Stück hier. Oh, wir haben gerade für einen kompletten Blackout gesorgt. Alles klar, dann hauen wir ab. Um die Ecke. So, ich würde sagen, die haben wir mal schön ausgeschaltet. Okay, viel ist das nicht mehr, aber wir hauen jetzt das mal ab. So, erstmal schön alle Waffen weg. Da steht noch unsere Karre, wunderbar. Sieh nicht! Der kann uns doch nicht abgehängt haben! So, und jetzt kommen wir erstmal hier. Wo ist weg hier? Doch, dieser Kerl. Dieser Kerl hat euch sogar gerade abgehängt. Wo ist das Arschloch? Vergesst es, der ist weg. Na gut, Damien. Reden wir. Hoppala. Das war aber gerade, holala. Anruf zurückverfolgt. Sieht aus wie ein Park. Hoppala! Eieiei. Okay, wir sind gerade hier. Das Gebiet müssen wir mal langsam beim CTOS ein bisschen reinigen, habe ich das Gefühl. Das müssen wir auch wieder machen. Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn es gleich zu Komplikationen kommt, dann hätte ich da gerne freie Fahrt. Nicht irgendwelche Probleme mit dem CTOS, der Polizei. Wenn wir es uns schon einfach machen können, dann machen wir es uns auch schon einfach. Und nicht jetzt mega schwer. Aber die Wagen steuern sich inzwischen schön einfach. Kann man hier schön easy durchfahren. Nice, aber ich habe selbst gesagt, es braucht schon einen Unfall. Ja. Lol, sogar Details des Motors sind da drin, wie fett. Das finde ich cool.
So, wo müssen wir lang? Ach, das Ding ist jetzt hier gleich um die Ecke. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, hacken wir das Ding jetzt mal gleich. So, gucken wir es mal hier oben. Boah. Ja, sicher. Erstmal alles mitnehmen, was wir über den Weg hier bekommen. Achso, wir waren schon längst da. Na dann. Dann hört man noch alles hier rumkullern. So, wo ist der? Ach, da oben jetzt. Na toll. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen dann in die Seitengasse rein. Gucken wir uns das Gebiet hier mal an, was wir hier machen müssen. Oh, hier sieht schon wieder dunkel aus. Wurde kürzlich befördert, trat dann Talkshow auf. Ich hab dir immer zugehört von wegen Klopp. Er ist hässlich und er hat Mundgeruch. Was? Komm schon, er ist nicht hässlich, er mag dich. Das heißt aber nicht, dass ich ihn auch mögen muss. Ah, ich kenne deine Sorte. Hältst dich für was Besseres. Denkst du bist eine Prinzessin? Das bin ich auch. Ach ja, ist das so? Dir muss man mal eine Lektion erteilen. Oh. Ein Prinzesschen haben wir hier gerade gefunden. So, gucken wir mal, wie wir das Ding jetzt hier am besten erreichen. Schade, da können wir nicht rein. Ah, aber wir können hier von hier hacken, also ist okay. Was haben wir hier? Wie geht's deinem Opa? Ach, frag nicht. Der hat jetzt so einen Schlauch im Mund. Und wenn er spricht, dann gurgelt das so. Die Schwester muss ihn absaugen, weißt du, zum Spülen. Mein Alter denkt darüber nach, den Stecker zu ziehen, weil er es nicht mehr mit ansehen kann. Seine Meinung. Mich fragt ja keiner. Was willst du machen? Er ist mein Opa, weißt du? Mein Großvater. Weißt du was? Ich werde mal mit meinem Dad sprechen. Ich rufe dich später zurück. Na, das ist ja herzallerliebst. Oh, deswegen müssen wir gleich unbedingt ausprobieren, was wir da gesehen haben. Hackbarer City OS Turm. Da machen wir das mal gleich. Und hacken. Und meiner. Mal gucken, was passiert. Naja, viel haben wir da nicht gefunden. Bezirk freigeschaltet. Gucken wir mal. Ah ja, okay. Haben wir wieder ein bisschen mit freigeschaltet. Pralala. Na, komm. City 3 von 13 haben wir. Ach du Scheiße, gibt's viele. Wir müssen erstmal gucken, wo der Lift uns jetzt hier hinführt. Oh, es wäre ganz simpel geworden, hier drauf zu kommen. Einfach einen Lift nehmen. Money! Der schreibt nur... Der gibt mir Geld. 2360! Das wird wohl etwas schwierig. Ich habe bisher nur einen Tipp für eine Teilzeitstelle. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, ob ich mein Leben lang Kaffee verkaufen muss. Alles ist besser, als da zu bleiben. Lol, die gibt aber eine Menge Geld. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Gehe ich erstmal zum Bankautomaten. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Kleingeld wieder abheben. Gib mir mal ganz schnell ein bisschen Money. Jetzt haben wir schon wieder 19.940 Euro. Oder Dollar in dem Fall. Ja, klar brauch. Nein, du brauchst es nicht. Überzeugte Pazifistin? Naja, egal. Pazifistin oder nicht, wir müssen uns mal die Hauptquest weiter angucken. Oh, da vorne ist jetzt sogar noch unsere Karre. Da bekommt einer Ärger. Und dann nehmen wir die gleich, auch wenn die ein bisschen im Arsch ist. Aber das juckt mich jetzt nicht. Alter, wie die Poller einfach hier oben fallen, ey. Wieso? Keine Ahnung. Irgendwelche kleinen Billigfiguren. So, hier haben wir noch ein paar Poller. Einfach, weil es witzig ist. Machen wir die auch noch hoch. So, dann
driven wir uns mal durch die City. Was war denn hier für ein schönes Gebäude? Alter, ist der weit geschlittert. Na ja, egal. Ist ja nicht meine Karre, die wir hier schrotten. So, perfekt eingepackt, würde ich sagen. So möchte ich auch immer zum Kaffeetrinken ankommen. So, gucken wir mal, gibt es hier noch irgendwas zum Hacken? Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Mhm. Die Merlot-Sache hast du versagt. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Ja. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Da hat er recht, wir brauchen die Drecksau nicht. Nice. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Oh, wir haben wieder was zum... Was zum Vergeben an Punkten. 1000 haben wir jetzt mal dazu bekommen an Geld. Wunderbar. Remote Profiling aktivieren. Was? Blume-Agenten sind äußerst geschickte Hacker, die sich unter den Zivilisten verbergen. Blume-Agenten können erkennen, wenn sie versuchen, ihre Handys zu hacken. In diesem Fall werden sie versuchen, sie bei der CityOS-Zentrale zu melden. Wenn sie erfolgreiche Meldungen gemacht haben, wird ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Andere Spieler können dann ihr Spiel eindringen, das Kopfgeld. Hier, Blumenzentrale. Was gibt's? Ich habe so einen verfluchten Hacker im System. Der ist gut. Schickt jemanden raus, um ihn zu erledigen. Die Verbindung bricht ab. Hallo? Hier ist die Blumenzentrale. Hallo? Notrufzentrale, worum geht es bitte? Er schießt! Hören Sie das? Schicken Sie Hilfe! Wir glauben, dass Innovation die Welt verändert. LS an Einsatzkräfte. CityOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Okay. So, dann werden wir doch jetzt mal gleich hier
Haben Probleme mit dem CTOS-Scan. Moment. An alle Einheiten. CTOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Alter, war ich schnell da. Da dachte ich mir einfach mal kurz rein und wegfahren geht, aber das geht wohl nicht. Heilige Scheiße, ist man hier schnell tot. Sorry. So, jetzt müssen wir mal kurz hier gucken. Die Straße gehört dir. That's back Field Guide. Ach du Scheiße, mal hier alles. Statistiken. Ungenutzte gehackte Bankkonten. Eins, ja, Bürger. Oh Gott, sind wir im Minusbereich sogar schon. Hat kein Besonderes auf die Bürger oder die Medien. Das ist doch gut. Können wir mal langsam versuchen zu steigern. Oh, was haben wir denn hier? Können wir noch einen hacken? 10 Schlüsselchen für einmal Hacks. Ja, das ist klar. Dann gehen wir da vorne noch schnell zur Bank, um das Geld zu sichern. Da pisst der da direkt hin. Wat ne Sau. Würde ich im Leben nie machen, ey. Kann man nur so Hacke sein. So, jetzt haben wir 21.000 insgesamt. So, gucken wir mal weiter. Ach Gott. Wo müssen wir jetzt hin? Was ist das eigentlich für Dinge? Schaltet Bezirksverbindung frei. Die müssen wir uns eigentlich auch mal angucken, wa? So Dinge. Da wäre... Oh, das war ein großes... Ah, aber dafür ist die Folge noch zu kurz. Schade, ich glaube, da könnte es etwas länger dauern. Bis wir das gemacht haben. Ah. Wir gehen Geld zu verkaufen. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Was haben wir hier? Sehenswürdigkeiten. Ja, Sehenswürdigkeiten brauchen wir nicht. Das ist eigentlich öde. Sowas können wir aber nochmal machen. Entschuldigung? Da habe ich jetzt immer Bock drauf. Raus hier! So, dann gib mal Stuff, damit wir hier mal hinten zu dieser Schlägerei oder drei was auch immer Jahre kommen. Sind seit Eröffnung der ersten CTOS-Station vergangen. Seit einem Jahr arbeitet das System stadtweit. Bei der Planung des CTOS behauptete Bloom, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. So, die haben wir gerade noch mal ein bisschen abgezapft hier. Na, gucken wir uns mal das hier an. Mein erster Gedanke war, den Typen abzuknallen. Aber es geht noch besser. Er hält sich für sonst was. Also hole ich ihn von seinem hohen Ross und demütige ihn vor seinen Leuten. Ich zeige ihn, dass ich mir jeden holen kann. Alles klar, Kollegen. Erreiche den Bestimmungsort. Dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Alles klar, hier mal Kameras. Dahinter ist er vermutlich. Was? Hat er für mich 125 Punkte erreicht? Scheiße! Wie funktionieren die Dinger? Wie macht man das aus? Hier ist fast das Trommelfell geplatzt. Finde den Scheißkerl! Da ist er. Los, rein da und findet ihn.
Was wird er jetzt wohl machen? Das noch, was ich gerne hätte. Hier ist nichts. Weiter. Nichts zu sehen. Ich sehe da drüben nach. Just go and start. Need more help. So, damit hätten wir jetzt einen weiteren ausgeschaltet. Das Ziel verkriecht sich da. Der Typ darf uns nicht entwischen. Ich schau mal dort drüben. Da drüben. Rein da und findet ihn. Pass auf! Runter! So, dann wollen wir diesen Witzel wieder. Schnallt ihn endlich an! Hier geht alles vor die Hunde! Na klar, was haben wir hier? Öffnen. Scheiße, fuck! Chemische Komponente gefunden. So, damit haben wir diesen Wichser auch ausgeschaltet. So. Wo schießt er? Hier soll noch irgendwo einer sein. Da. Spielt keine Rolle, ob ich sterbe. Der Klapp. Das war ein Headshot. Das war ein schöner Headshot. Voll! Chemische Komponenten sind voll also. Na, dann gucken wir uns erstmal an. Erstmal reloaden. Und dann gucken wir jetzt mal hier. Nee, nicht Fortschritt, sondern Fähigkeits... Ah, komm, die lege ich mal hier. Fähigkeitsbaumann. Wir haben insgesamt 4 Fähigkeiten zur Verfügung. Nur zu langsam Zeit, dass wir das Ding hier mal erlernen. So, was können wir noch machen? Ja, oh, wir können wieder was zum Hacken machen. Ich bin am überlegen, ob wir nicht sowas hier machen. Was haben wir hier noch? Hacken Sie Gegner da. Was war das? Dann. Hubschrauber weiter geht das. Was war das hier nochmal? Das. Nehmen wir das hier? Nee, oder? Wir bauen ja relativ häufig Unfälle, also nehmen wir das Ding jetzt erstmal. So, dann gucken wir nochmal. Immerhin können wir die Dinger jetzt machen. 4 Stück. Muss ich eigentlich mal testen, wie das funktioniert. Oh ja, das macht gut, Boom. Damit können wir leben. Komm, einsteigen. Na komm, fahr um die Ecke hier. Und zwar richtig. Ui, da sind wir schon draußen. Hey! Bewegung! Langsam, langsam. Neues Fahrzeug, Handschuhfach geplündert, Ring gefunden. Was ist das hier von denen? Achso, wir sind ineinander gebaut, ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen. Bewegen wir uns mal langsam auch zur nächsten Quest. Ach nee, stimmt, wir wollten ja das hier hinten machen mal, ne? Gucken wir uns das Ding mal an, fahren mal hin und machen du was in der nächsten Folge erst. Aber hinfahren können wir ja noch schließlich in dieser hier. Damit wir die Zeit voll bekommen. Naja, es wird sich jetzt so an, als... Nein! Alter, ich... Jedes Mal, wenn ich X drücken möchte, drücke ich Y. Ist immer ein bisschen hart ätzend. Aber wir werden schon noch irgendwann rausbekommen. Spätestens dann, wenn wir fighten und ich richtig hart auf die Fresse bekomme, ich mich ärgere. Drift muss ich ein bisschen lernen. Ja, aber der erlittene Schaden wird hart weniger. Merke ich jetzt schon. Naja, gut. Der Unfall war auch leicht hart. So, dann halten wir mal hier an. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hey, pass auf! Hütchenspiel spielen.
Das machen wir kurz. Wie viel setzt du, Mann? Ja, komm. Siehst du die Kugel? Behalt sie im Auge und sag mir, wo sie ist. Oh, war ich zu schnell? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Das da. Verdammt, Mann, ich muss doch auch von was leben. Jawohl. Wir haben 50 verdient. Erneut spielen. Okay, du hast mich. Willst du mal richtiges Tempo sehen? Ja. Ball, Hut. Na dann, viel Glück. Okay. Aha, ich muss mich konzentrieren. Rechts, rechts, Mitte, links. Aha, wo ist die Kugel? Ist doch einfach. Da. Nein, du musst die Becher beobachten, wenn ich sie bewege. Was? Okay, das will ich nochmal machen. Noch ein Versuch? Ach, komm schon, das Mann. War's. 100 spielen wir hier. Muss auch voll reich mit werden. So, gucken wir nochmal schnell, ob ich Geld abheben kann. Alles klar, aber Vorsicht! Ja. Jawoll! Erstmal dazwischen drängeln. So, haben wir noch gerade ein bisschen Money abgehoben. 960, dann haben wir jetzt 25.000. Wow. Hoppala. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet von Let's Play Watch Dogs mit eurem Allison Burger. Macht's gut. Tschüss.